Zuckerschnuten, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich war shoppen. Das ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich war shoppen. Und zwar bei Action. Ich war nochmal, ja. Ich war ja erst, aber dann war ich nochmal. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen. Ach, ich war mit meiner großen Tochter, glaube ich, nochmal. Oder nein, ich war alleine. Ich war allein. Na, ich war alleine. Egal. Es war jetzt jedenfalls mehrmals. Einmal war ich noch gewesen, da habe ich mit meiner jüngeren Tochter ganz viel für meine Große gekauft, weil wir für sie eine Zuckertüte gemacht haben. Ich habe die Zuckertüten noch da. Das heißt, die Zuckertüte von meiner Tochter von vor 11 Jahren war noch auf dem Boden. Da sind alle Zuckertüten noch da. Und habe die große Tüte genommen und das war eine Philly-Tüte. Eine Philly-Pferd-Einschulungs-Zuckertüte. Und die habe ich gefüllt mit ganz viel Disney-Prinzessinnen, vor allen Dingen Rapunzel, weil sie liebt Rapunzel. Da habe ich alles Mögliche im Action, was mit Disney, mit den Mädels zu tun hat, genommen. Da gab es ein Handtuch, da gab es Aufkleber, ne? Da gab es sogar Knete, wo die Disney-Prinzessinnen drauf. Wo meine Tochter keine Prinzessin ist, nein, sie ist absolut null Prinzessin, die Große. Aber sie liebt eben Rapunzel sehr, ne? Und Dinos. Und da gab es tatsächlich diese Schreibtischunterlagen, die ich auch habe mit Regenbogen und Blumen, ne? Gab es mit Dinos. Natürlich habe ich die gerollt und in die Zuckertüte reingemacht, hat super reingepasst. Was zum Ausmalen, neue Stifte, damit sie auf Arbeit was. Da gab es so ein Ding, das hatten wir früher, das war so groß mit Dinos. Da drückt man auf die Knöpfe, da ist Wasser drin und das sind so ganz kleine Ringe, die dann auf diese Stäbe drauf müssen. Und wenn ihr da auf die Knöpfe drückt, da sprudelt das dann hoch, das Wasser, und dann gehen dann die Ringe auf die Stäbe drauf. Ich sag, wenn dir langweilig ist auf Arbeit, wenn du in Pause bist und nicht weißt, was du machen sollst, kannst du dich damit beschäftigen. Ne? Dann hatte ich noch ein Puzzle. Ja, die Zuckertüte war voll, da war ein bisschen was Süßes drin. Ja, das haben wir ihr geschenkt zum ersten Tag im FSJ. Ne? Da ist ja nun schon vorbei. So, und ich war noch mal shoppen. Ja. Ich hole mal meinen großen Beutel her. Und zwar ist das ein Mischmasch-Shop. Ja, eigentlich ist das ein Mischmasch-Shop. Teilweise, als ich in meiner großen war, habe ich das. Das war die letzte Flasche. Das hat meine Große gesehen. Und die hat gesagt: Mama, das ist hier Puder und das müssen wir mitnehmen. Und das ist, wenn wir so viel Sand an den Fingern haben und dann reibt man das ein. Und ich sage: Kann man da nicht einfach Babypuder nehmen? Oh ja, bestimmt. Auf jeden Fall habe ich es jetzt mal mitgenommen. Das war das Letzte. Da ist wirklich Puder drin. Das geht nicht auf. Na egal. Auf jeden Fall soll das ja. Sandway. Sandway. The quick and easy way to remove sand from legs and feet. Suitable for kids. Naja, das probieren wir aus nächstes Jahr. Jetzt ist es eh vorbei. Hier ist nur noch Land unter und Regen. Also es ist eine Katastrophe gerade wieder bei uns. Dann habe ich ein Mäppchen mitgenommen. Mal gucken, ob mein Sohn das nimmt. Und zwar brauchen die, zumindest war es bei meiner jüngeren Tochter jetzt so letztes Jahr, brauchten die eine Mappe, wo alles reinkommt. Geodreieck, der Zirkel, sowas halt, ne? So für Geometrie, so, ne? Verschiedene Bleistifte. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mit, weil das hier verschiedene Taschen hat. Da können hier die Bleistifte rein, da kann hier das Geodreieck rein, hier kann der Zirkelkasten noch mit rein. Ja, also das müsste hier genauso gut reingehen. Und wenn ihm das nicht passt, die waren Euro, glaube ich, wenn überhaupt, dann benutze ich die für irgendwas anderes und muss dann halt weiter gucken. Ne, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Dann habe ich für meinen Sohn die hier mitgenommen. Die liebt der total. Die komischen UFOs da. Ne? Meine jüngere Tochter hat ja Geburtstag. Also wenn ihr das Video seht, hatte sie schon Geburtstag. Boah, hat Geburtstag? Mal sehen. Ja, hier, die Babyhaare, ja. Ja. Das hat aber meine Große gehabt. Immer diese Babyhaare, die überall abstehen. Und hatte die sich mal so einen Stift gekauft, der nicht billig war. Und jetzt habe ich den aber bei Action sowas gesehen. Und da meine jüngere Tochter natürlich auch immer mal wieder Babyhaare irgendwo hat, wo ich mir denke, oh Leute, es reicht, aber egal. Dann hat die jetzt auch so einen Stift und muss halt kein Haarspray mehr reinmachen, sondern nimmt nur noch den Stift, geht durch die Haare und dann hält das. Zumindest für meine Großen so.
Das stimmt, ich weiß es nicht. Dann bekommt meine Tochter noch. Dieser, da hatte ich schon im Teddy welche geholt. Jetzt habe ich die Dreier noch mitgenommen. Die sind 24 mal 30. Also was ihr auch mit diesen Dingern machen könnt, ist eure Bilder hier aufkleben. Ne? Müsst ihr gucken, ne? Da gibt es noch ein quadratisch, gibt es die noch. Ich glaube 25, 25, 30 mal 30, kann ich das gar nicht sagen. Die sind so dünn und die nimmt ihr aber zum Malen. Da kann man aber auch Diamond Painting Bilder drauf machen. Die sind auch nicht ganz so teuer. So, dann war im Angebot in der Woche, als ich war, Perlen. Dann viele Perlen. Ihr wisst ja, dass meine Große eigentlich Kettenarmbänder und Co. machen wollte für meine Internetseite. Das haben wir erstmal auf Eis gelegt, weil sie jetzt die FSJ angefangen hat. Ich habe gesagt, nee, wir machen das jetzt nicht, du fängst jetzt ganz in Ruhe an. Das hat meine jüngere Tochter mir gehört und hat gesagt, oh, wie jetzt? Jetzt gibt die wohl alles ab. Kann ich da meine Armbänder machen für meine Freundinnen und so? Ich sage, nee, die Große will das dann später weitermachen. Oh, ich will aber auch. Und als meine Große in der Woche mit ihrem Freund unterwegs war, im Urlaub, durfte meine jüngere Tochter in das Zimmer meiner Großen und durfte sich an den Perlen bedienen und hat lauter Armbänder gemacht für Freundinnen und so weiter und so fort und hat schon verschenkt und freute sich total, ne? Und hat gesagt, ich will das auch. Ich will auch meine eigenen Perlen haben. Ich will nicht immer bei der Großen alles mopsen und gehen und ich will das ja selber weitermachen. Naja, und da war gerade dieses, ich glaube, 5 Euro oder so oder 4 Euro, dieses ganze Ding im Angebot bei Action. Das heißt, nehme ich mit. Sie hatte mir verschiedene aufgeschrieben, wie sie gerne haben wollte. Habe ich geholt. Ich habe dann noch die hier mitgenommen, weil die fand ich total knuffig. Genau, und habe aber im Teddy halt schon auch andere Perlen geholt, ne? Genau. Ja. Ja, sie hat da ihren eigenen Geschmack. Die will nicht alles haben, so, ne? Eine Große, die nimmt erstmal alles und probiert dann aus. Aber nee, sie hat ihren Geschmack und das ist auch gut so. Dann habe ich gekauft dieses Gerät. Also, ich bin gespannt. Ich habe null Plan, aber ich fand es einfach toll. Ich dachte mir, das muss ich ausprobieren. Und vielleicht machen wir das auch mal in einem Video. Aber bevor ich mich wieder total dumm anstelle, werde ich auf jeden Fall das erstmal ausprobieren, bevor ich mit euch das. Also ich kann mir das schon vorstellen, ihr dreht es einfach hier hin, wo der Pfeil ist. Und dann drückt ihr, dann druckt es den Buchstaben auf das Band. Das sind Bänder. Hier ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ah ja, schwarz ist hier drin. Ja, Black Tape, 9 mm mal 3 m. Und dann gab es auch noch Bänder dazu, extra zu kaufen. Da habe ich aber auch gleich einmal von jeder Farbe was mitgenommen, zumindest die da waren. Einmal blau, einmal rosa lila und nochmal zweimal schwarz. Für was ich das brauche, ja, das brauche ich noch nicht. Aber das fällt mir. Also vielleicht als erstes schon mal für meine Dosen, wo ich überall die Cover meiner drin habe für meinen Shop, dass ich mir die auf die Dosen schon mal drauf schreibe, was für eine Kategorie da drin ist, weil ich mir das natürlich nach Kategorien sortiert habe. Und da dachte ich mir, ach komm, das nehme ich mit, das probiere mal aus. Das ist doch lustig. So, und dann habe ich ganz viele kleine Malbücher. Weil wir ja immer mal wieder kleine Gäste da haben oder mal zu jemandem hingehen, dachte ich mir, jetzt nehme ich mal diese Malbücher mit. Es könnte natürlich sogar bei mir landen. Und ja, naja, wisst ihr, das kostet nicht viel. Wie viel sind die überhaupt? 99 Cent, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und naja, total knuffig, oder? Ja, finde ich auch. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme die mal mit. Finde ich total niedlich. Auch mal was für Jungs hier, ne? So ein bisschen. Und das finde ich aber niedlich. Total putzig. No, und meine Tochter, ne? Die Pinguine hier. Er lacht so schön. Ja, genau. Deswegen habe ich die mal mitgenommen, dass man mal immer mal so ein kleines Mitbringsel hat, wenn man wohin geht. Ja. Und jetzt kommen wir schon zu den Diamond Painting Sachen. Aber was ich euch noch sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich euch das im letzten Action Haul Video schon gesagt habe. Es gab kein Washi Tape. Null Washi Tape. Weder beim letzten Action Haul Einkauf noch jetzt. Es gibt kein Washi Tape bei uns.
Das ist die reinste Katastrophe, oder? Also es ist ja nicht so, dass ich nichts hätte. Ja, ihr wisst ja, meine Kiste ist voll. Aber warum? Also ist es bei euch auch so? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin richtig enttäuscht. Die Regale sind alle voll und nirgends ist Washi-Tape. Das ist für mich. Entweder die kriegen gar keins mehr rein. Die wissen ja gar nicht, wo sie es hinmachen sollen, wenn sie jetzt die Regale so schon voll haben. Also ich hab keine Ahnung. Ich bin echt sprachlos. Ich habe vier Sachen zum Painten. Vier. Das allererste ist etwas Neues. Zumindest für mich etwas Neues. Das habe ich so noch nicht gesehen. Bei Action zumindest gab es das nicht, immer dann, wann ich war. Wir haben hier 30x30 und das ist eine Leinwand. Wir haben hier ganz tolle Steine. Ich bin echt gespannt, was wir da so drin finden. Ne? Wir machen das mal auf. Das ist tatsächlich eine Leinwand. Ist ja genial. Wir hatten da auch verschiedene, aber ihr wisst ja, ne, das ist ein Kolibri, den konnte ich ja nicht stehen lassen. Es ist jetzt nicht viel zu pinnen, das ist mein schnelles. Eine schnelle. Ja, was heißt schnell, ne? Guckt mal die kleinen Steinchen an. Das sieht ja bald aus, als wenn die noch kleiner wären als die normalen Steine. Oder es täuscht, weil die anderen so groß sind. Ja, wir haben hier den Kolibri zu pinnen, dann hier die drei Blüten. Wir haben mit Misterfolie drauf und hier rundherum ist kein Kleber, aber hier ist ordentlich Kleber drauf. Ihr habt ein ganz normales Toolkit wieder dabei. Hier ist die Anleitung in verschiedenen Sprachen. Oh, guck mal, wie viele Farben wir haben. 6, 24 Farben. Total cool, ne? Wie viele? Oh, schön. Wir gucken uns mal an. Ihr habt hier nur die Zahl. Die laufende Nummer drauf hier, ne, seht ihr? Da ist keine Bildnummer oder so oder irgendeine DMC-Nummer oder irgendwas. Es ist einfach, wie es ist, nur die normale Steine. Aber finde ich mal wieder mega cool. Kleine Tüten, ne? Seht ihr das? Wenig drin, kleine Tüten. Andere Steine, größere Tüten. Okay, da hätten auch kleine Tüten gereicht, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Aber die haben es wenigstens schon mal ein bisschen gemacht. Und guckt mal, diese schönen Farben. Violett. Pink, Orange und Gelb. Hier haben wir wieder so eine Rautenförmige in Blau. Und hier, die ich so gerne mag, die so irisierend sind, ne? So verschieden, je nachdem, wie das Licht einfällt, in Blau und in Lila. Und hier ist das Bunte, ne? Oh, herrlich. Dann haben wir so eine große. Dann haben wir hier, oh, herrlich. Die sind auch nicht nur rosa und auch nicht nur lila, sondern die schimmern genauso verschieden Farben. Oh, und ihr seht das gar nicht so schön. Das auch noch in Grün. Guckt euch diesmal an. Boah, das ist so ein ganz helles Grün. Das dauert nicht lange. Ich habe zwar jetzt so viele Events laufen, aber das kann ich nicht ewig weglegen. Wisst ihr, da wäre ich gar nicht. Da werde ich gar nicht abkitten. Das werde ich einfach so painten. Das, ja. Das werde ich einfach so painten. Die Tüte auf und alle Steine wegpainten mit einmal. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann werden sie wegsortiert. Also irgendwann. Ja, das ist toll. Ich froh, dass ich das mitgenommen habe. Eine richtige Leinwand, die könnt ihr euch mit einem Haken, nee, mit einem Haken könnt ihr sie nicht aufhängen. Seht ihr, das ist hier einmal, müsst ihr einfach eine Schraube reinmachen. Am besten ihr klebt das hier fest, macht euch eine Schraube in die Wand und dann könnt ihr das anhaken. Aber wenn ihr so einen Haken habt, da geht das nicht. Und bei den anderen Leinwänden. Ach schön, ich freue mich. Oh ja, das gefällt mir sehr. Ach, bin ich froh, dass ich das mitgenommen habe. Das gefällt mir sehr gut. Ich muss mal gucken hier, dass man nicht die Folie hier noch mehr kaputt machen. Nein. Sehr schön. Eine sehr schöne Idee. Das gefällt mir sehr gut. Oh ja, wenn man den so anguckt, ne? Toll, hier haben wir diese coolen Steine drin. Ha, toll. So,
Und ich habe drei Bilder. Ich habe drei Bilder. Und als ich das Bild dann sah, zu Hause, nochmal, dachte ich mir, das habe ich schon. Aber das ist ein anderes. Gott sei Dank. Also das gibt es ja jetzt erst, ne? Und das ist ein anderes, weil wir haben hier Sondersteine bei. Das hatten wir früher nicht. Na, also ich habe echt gedacht, oh nee, jetzt ist das wohl das Bild, was ich habe. Aber wir haben ja zwei Sondersteine bei und das war da noch nicht. Und es ist auch nicht das gleiche Bild. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele Actionbilder. Aber ich habe erst zwei gemacht und irgendwie ärgert mich das. Ich muss unbedingt mal mehr Actionbilder painten. Oh, wir haben ja viermal Wachs. Also das ist ein ganz großes Blatt, oder? Ja, aber das ist viermal Wachs. Ja, du. Wir gucken uns erstmal das Bild an. Also es ist ein 30x40 Bild, wo ich auch mal... Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, nur das Butterfly-Event, ne? Könnte ich das noch mit reinschieben? Das würde ich am liebsten nicht machen, weil das ist ja echt schön. Das ist echt schön. Ich weiß nicht. Das ist schon wieder echt gemein, wa? Ach, egal. Nee, ich fange jetzt nicht nochmal ein. Nee, ich kann nicht noch ein Event mitmachen. Nein, es sind schon vier. Aber das passt so gut, ne? Aber vielleicht macht ja die liebe Rabea noch ein drittes Butterfly-Event, ne? Das sind die Sondersteine, die dann schön hier in die Mitte des Schmetterlings reinkommen. Sehr schön. Und wir haben 8, 9, 10, 20, 30 Farben von 30x40 Bild. Echt top. Und bei Action ist auch so, dass die angegebene Größe die zu paintende Fläche ist, ja? Das ist nicht anders. So, jetzt muss ich mal gucken. Das F weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das irgendwie mit der Charge zu tun hat oder so. Hier haben wir schon mal Schwarz und Grau drin. Wie ihr seht, wir haben leider keine DMC-Nummern. Aber das ist bei Action so. Leider. Aber das können wir nicht ändern. Noch ein bisschen. Also, wir haben hier auf jeden Fall runde Acrylsteine. Und ganz viel Rosa und Pink. Und Orange. Sehr schön. Und hier haben wir was Dunkles und was Helles. Was Grünes und was Violettes. Und jetzt kommen wir in die dunklen Farben. Dunkelgrün, Braun und ganz viel Schwarz. Und dann nochmal Rosa. Aber das ist wirklich das Schwarz. Ja, das ist Schwarz. Aber wisst ihr, dass das nicht aussieht wie Schwarz? Das sieht aber hier ist nicht Schwarz. Hier ist was anderes. Aber es sah erst so dunkelblau noch aus. Ne, mal sehen. Könnte aber auch... Nee, es wird schwarz sein. Das wird schwarz sein. So, mal gucken, ob wir das hier irgendwie wieder wenigstens etwas hinkriegen. Weil ich sonst hier durcheinander komme. So. Was nicht passt, hat passend gemacht, oder? Also, ja, wir haben richtig dolle Acrylsteine. Ne? Die haben alle unten dieses Löchlein. Aber das heißt noch lange nicht, dass die schlecht wären. Ich muss sagen, bei dem Eiffelturm, den ich gemacht habe, da waren die Steine nicht so toll. Aber als ich den Vogel mit dem rosa an den Blüten gemacht habe, da waren die Steine top. Das muss ich sagen. So, räumen wir uns das wieder ein. Ja, mit Sonntag. Den Sonntag vor dem Geburtstag meiner Tochter und sozusagen auch der Sonntag vor dem ersten Schultag. Ja, das ist schon heute ein komischer Tag irgendwie.
So, dann habe ich eine Miezekatze. Bei der Miezekatze hatte ich echt zu tun. Nehme ich sie mit, nehme ich sie nicht mit. Warum? Weil irgendwie fand ich das nicht schön, wie das hier mit dem Baum oder was auch immer das. Ja, das ist der Baum hier. Das mit den Farben, das harmoniert mir irgendwie nicht so richtig. Wir haben 24 Farben und ihr seht, ne, das ist nur grün und braun und ein bisschen hell, aber ich weiß nicht. Diese Verbindung hier, die gefällt mir nicht so richtig. Ich muss gucken. Wir gucken. Aber ich habe gedacht, nein, ich ärgere mich, wenn ich sie nicht mitnehme. Und weil wir ja gegossenen Kleber haben, kann man das ja rollen. Ansonsten bitte nicht rollen. Die legen sich auch gut aus, ne? Also ich habe da gar keine Probleme damit eigentlich, leider. Zieht einfach die Folie nochmal ab und legt die nochmal und schiebt die nochmal neu drauf und dann gehen die ganzen größeren Wellen weg hier. Oder schieben das einfach so raus. Haben unten ganz schöne Luft drin. Hier ist ganz schöne Luft drin. Naja, egal. Man muss jetzt ja nicht aufhalten daran, ne? Aber ihr seht, ne, hier ist alles dunkel, da ein bisschen braun dazwischen und dann geht das hier in die Katze über. Und da seht ihr, dass hier echt die Farbe, das N und das R hier in die Katze reingehen. Hier seht ihr das auch. Also entweder ist das hier noch so ein kleiner Ast, das könnte natürlich auch sein, ne, dass hier noch so ein kleiner Ast ist von dem Baum. Und die Katze hat die Pfote dann unten drunter und die oben drüber und guckt dann halt über diesen kleinen Ast. Okay, wenn das dem so ist. Was sagt ihr? Oder ist das die Katze? Das kann ja nicht die Katze sein, der Hals. Wir werden sehen, wie es rauskommt dann. Irgendwann. Habt ihr wieder die Anleitung mit den 24 Farben. Auch wieder so ein Riesenwachstum. Und jetzt haben wir ja wieder dunkle, dunkle Farben. Viele dunkle Farben. Braun, ein bisschen blau, ein schönes Gelbgrün. So, dann haben wir hier weiter Gelb und Grün, Brauntöne, bisschen Grün, dann so von hellbeige über beige zu ganz hellblau und wieder braun, rotbraun, orange und schwarz, schwarz, dunkelbraun, dunkelbraun. Also ist nicht sehr farbenfroh, muss man sagen, aber farbenfroher als mein Nashorn. Das muss ich auch sagen. Obwohl mich das nicht stört, muss ich auch. Mein Nashorn. Ich freue mich auf das Nashorn. Ich pinne das gerne, was ich zu Hakuna Matata pinne. Auch wenn die Farben sehr eintönig sind. Aber egal. Also die Miezekatze ist auch niedlich. Aber wir müssen dann gucken, dass man die ordentlich hier, sieht ihr, ne, dass das hier drüber ist, ordentlich dann nochmal die Folie drüber machen, bevor man das paintet. Und dann ist das auch alles in Ordnung. Ne, dann müsst ihr keine Angst haben. So, und eins habe ich noch. Ein Blümchen. Und ich finde die so schön. Ich habe die gesehen und war sofort verliebt. Ist das nicht eine wunderschöne Rose? Ich fand die so toll. Und wir haben hier Neonsteine. Bei der Katze war gar nichts. Nee, das steht da mit runden Steinen. Beim Schmetterling stand mit Various Shaped Rhinestones und hier mit Neon. Also das sind Metallicsteine sind das. Ja, ich weiß, man schneidet vom Körper weg. Ja, Schatzi, ich weiß. Wenn mein Mann das sieht, gleich wieder ein Dämpfer dann. Wir haben das also alles 30 mal 40 Bilder. Die hatten bei uns diesmal gar keine anderen Bilder. Aber wunderschön. Also größere Bilder hatten sie nicht. Sehr schön. Also die sieht sehr gut aus. Die wird Spaß machen.
Natürlich haben wir hier viel dunkel wieder, ne? Oh, da haben wir auch wahnsinnig viele Farben. 8, 19, 33 Farben. Wow. Und wieder ein Tüftel mit einem großen Wachsplättchen. Da ein schöner Farbe. Oh. Das ist wieder so ein Bild jetzt auch, wo ich sage, jetzt gleich sofort starten. Das sieht so schön aus. Guck mal, da haben wir schon die zwei Metallic-Steine. Und ganz viel schwarz. Und da ist ein dritter. Das sind keine Metallic-Steine. Guck mal, das sind AB-Steine. Ein rosa, einmal gelb und dann noch rosé. Hm. So, wartet. Und lila Töne. Und so rotbraun. Ein bisschen blau. Ganz viel pink und rosa und orange. Sehr schön. Ein bisschen blau, ein bisschen rosé. Ein bisschen dunkelgrün und braun. Noch mehr dunkelgrün und braun. Orange. Die Hautfarbe, orange, rosa, grün, violett, wunderschönes Blau und nochmal so hautfarbenmäßig. Naja, ich habe diesmal aufgepasst hier, dass mir hier eine Stichte Lappen geht, dass ich das so ordentlich wieder reinmachen kann. Zack, Form, passt wie ein Schnürchen, ne? Sehr gut. Also, wir haben wieder eine schöne Sammlung an Bildern mitgenommen. Sehr schön. So. Mein Mann muss mir Urlaub geben. Nicht blinden. Ganz die Pähnchen. Nicht die Pähnchen, blinden. Nein. Das machen wir nicht. Dafür arbeite ich zu gerne, muss ich sagen. Also, wir haben wunderschöne drei Bilder. Drei richtige Bilder. 30x40. Wir haben eine Teilbildleinwand sozusagen, ne? So. Dann haben wir die leckeren Ufos für meinen Sohn und eine Federmappe. Wir haben diesen coolen Drucker, sag jetzt mal. Wir haben Ausmalbücherchen. Da, das noch für meine Tochter hier. Und das. Und das. So. Das war meine Ausbeute. Jetzt ist sie mal fertig. Hat sich gelohnt, muss ich sagen. Bleibt spannend. Ne? Also, wir werden das zusammen mal ausprobieren. Ich werde euch das mal zeigen, wie das funktioniert, weil ich da ja selber drauf gespannt bin. Und da könnten wir vielleicht sogar gleich mal meine Magnetdosen beschriften. Fände ich cool, können wir das zusammen machen. Ganz, ganz toll. Und da seht ihr gleich mal mit den ganzen Coverminder, die ich so habe. Ne? Ist natürlich auch wieder was Interessantes für mich und für euch. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, tschüss!